Das Drehen mit Jan hat heute echt Spaß gemacht. Das war echt locker. Das hat super funktioniert. Der Jan ist echt sympathisch, ein netter Kerl und vor allem ist der kreativ und nähbegeistert. Das hat man heute echt gespürt, das hat man gemerkt, wie er von seinem Projekt erzählt hat. Der Jan, der ist mir aufgefallen, als ich unseren Instagram-Account eingerichtet habe, weil ziemlich am Anfang sind mir sofort seine Sachen wie Grillschürzen, wie Boxershorts für Männer und so weiter aufgefallen. Die Szene ist halt schon sehr weiblich dominiert und wenn da dort ein Mann auftaucht, der näht, das ist was, wo ich sage, das fällt auf. Jan, es gibt ja nicht viele Männer, die nähen. Also man kennt nicht so viele. Du nähst. Wie bist du dazu gekommen? Ja, und zwar, das ist eigentlich ganz einfach gesagt, aufgrund von meiner eigenen Dabbigkeit in einem anderen Hobby. Ich wollte von meiner Mutter was selbstgemachtes verschenken. Sollte eine Motivdecke sein, die ich häkel. Und das ist leider bei der Verarbeitung schiefgegangen. Und da musste ich das Ganze halt so ein bisschen ausarbeiten oder beziehungsweise versuchen, das Ganze wieder gerade zu rücken. Und habe dann halt gedacht, okay, muss man an das, was ich gemacht habe, noch irgendwas dran nähen, um das Ganze halt ein bisschen zu kaschieren. Und ja, und so ist mir dann die erste Nähmaschine ins Haus geflattert. Gut, und dann war die Nähmaschine erstmal da. Und sozusagen, da hat deine Karriere begonnen. Und wie war so der Anfang? Also wie bist du dann zum Nähen von eigenen Sachen gekommen? Ja, das ist eigentlich auch ganz einfach gesagt. Ich hatte dann die Nähmaschine dann erstmal daheim stehen gehabt. Erstmal im Wohnzimmer natürlich, weil noch keine Nähecke da war. Und dann stand sie halt da und hat mich als, sag ich mal, angelacht. Und es hat mich auch als in den Fingern gejuckt, da was mit zu nähen. Ja, und dann habe ich mir halt im Internet die ersten kostenlosen Schnittmuster runtergeladen und habe dann eigentlich so als Zugabe zu den Weihnachtsgeschenken noch so Leseknochen angefangen zu nähen. Einfach, um erstmal mit der Nähmaschine warm zu werden. Ich glaube, so Leseknochen ist eigentlich so in der Regel das, wo jeder erstmal mit anfängt. Was ist ein Leseknochen? Ein Leseknochen ist quasi ein Kissen, was du dir quasi, wenn du jetzt auf der Couch liegst oder auch im Flieger oder im Bus oder wie auch immer, dass du dir das in den Nacken legen kannst, um dann quasi den Nacken so ein bisschen zu entspannen oder zu entlasten, um dann halt besser das Buch lesen zu können. Also bist du ein praktischer Näher am Anfang erstmal gewesen? Genau. Okay, sehr gut. Und warst du vorher schon kreativ? Ich meine, du hast etwas gehäkelt, um es zu verschenken. Jetzt nähst du deine eigene Kleidung. Also du nähst ja fast überwiegend fast alles, was du selbst trägst, selber. Und aber warst du schon vorher kreativ oder hast du das irgendwie beruflich gelernt oder wie bist du dazu gekommen? Beruflich habe ich definitiv nichts damit zu tun. Es ist eher so eine gelungene Abwechslung zum tristen Alltag. Du hast einen Blog, der heißt Jan näht ist klar. Total cooler Name übrigens. Wie bist du dazu gekommen, einen Blog zu führen über deine Nähprojekte? Ja, ich habe das eigentlich deswegen gestartet, einfach um mal zu gucken, wie die ganzen Sachen, die ich so nähe, bei der Außenwelt so ankommen. Ist es das, was ich anziehen kann? Ist es eher was ich wieder sofort in der Tonne verschwinden lassen sollte? Und dadurch kamen dann halt auch schon die ersten positiven Resonanzen. Und da habe ich dann gesagt, gut, das verfolgst du erstmal weiter und guckst mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Das klingt echt interessant. Was sind denn so häufige Reaktionen? Ja, so häufige Reaktionen sind eigentlich nach dem Motto, hast du toll gemacht oder die Ausführung ist klasse oder auch die Farbkombi ist klasse oder auch an sich dann schon teilweise die Fotos, wo die Leute sich dann gerne angucken. Da ist dann total unrelevant, was da genau drauf ist, sondern einfach nur, wie ich diese Fotos mache, vielleicht auch mal Grimassen drauf schneide oder so, weil ich halt auch allen Quatsch mitmache. Wie ist das jetzt für einen Mann in einer von Frauen überwiegend gestalteten Nähblockwelt? Das ist einfach ganz salopp gesagt, man fühlt sich eigentlich wie der Hahn im Korb, sag ich mal. Es ist zwar schon außergewöhnlich, dass ein Mann auch näht, sag ich mal, aber in der heutigen Zeit sollte das eigentlich kein Problem mehr darstellen. Und es kommt zumindest auch bei der Frauenwelt relativ gut an, beziehungsweise viele Leute oder viele Frauen dementsprechend, sag ich mal, sind dann auch die Leute, die dann da eigentlich quasi kommentieren. Also finde ich auch und muss ich auch zustimmen, weil für uns ist es auch so wirklich der Grund gewesen, wieso wir heute mit dir dieses Interview machen wollten, weil wir das ganz interessant fanden, dass das ein Mann in dieser Form macht, also nähen, einen Blog führt und wirklich so Projekte präsentiert und
das, was in deinem Blog auch so passiert, das finden wir auch ganz interessant. Ich habe natürlich gesehen, dass du sehr viel, ich sag jetzt mal, Sachen machst für Männer, ganz klar. Mhm. Es gibt viele männliche Designer, nähen überwiegend für oder gestalten überwiegend Mode für Frauen, natürlich auch für Männer. Aber du hast, also bei dir habe ich das Gefühl gehabt, wirklich so, du machst also wirklich auch so Männersachen, ja. Was ist denn da so alles dabei? Also dabei ist eigentlich alles, angefangen von der Hose über, sag ich mal, Boxershorts bis hin zu Strickjacken, Sweatjacken, Mützen, Schals, also quasi alles, was auch ein Mann natürlich anziehen kann. Mich hat die Grillschürze total angesprochen. Ich kann mir vorstellen, individuelle Grillschürze auf meiner Grillparty, während ich grille, ist bestimmt ein Hingucker. Also das ist etwas, was ich im Auge behalte. Ja, siehst du mal, diese Grillschürze, die habe ich damals für meinen Vater genäht, weil er sich mal so irgendwas gewünscht hatte, also irgendwas, was er auch mal anziehen kann. Und da bin ich dann halt auch darauf gekommen, weil er ganz gerne grillt und weil er halt auch bei Grillfeiern immer den Grillchef spielt. So in etwa habe ich dann gesagt, komm, schenkst du immer so irgendwas. Also dein Vater ist mir sympathisch. Gut. Also Jan, du hast schon für deine Mutter genäht, du hast schon für deinen Vater genäht, du nähst natürlich auch für dich, wie man sieht, viel. Für wen nähst du eigentlich am liebsten? Am liebsten nicht natürlich für mich, weil ich das natürlich auch alles dann wieder anziehen kann, aber auch für meinen Neffen und für meine Tochter nähe ich gelegentlich mal. Schön. Danke, dass du heute da warst zu diesem Interview. Wir fanden das total interessant. Du bist ein Mann, du nähst, du führst einen Blog über das, was du machst, und du machst auch wirklich tolle und interessante Sachen. Und also wir sind gespannt, was noch von dir so zu sehen sein wird. Mhm. Wenn ihr auch euch ein bisschen informieren wollt und sehen wollt, was der Jan macht, sein Blog ist Jan näht, ist klar, schaut einfach mal vorbei. Ich darf mich auch bedanken, dass ich hier sein durfte. Mich hat es zwar erstmal überrascht, dass ich angeschrieben wurde, deswegen war ich erstmal so perplex gewesen, aber hat mich gefreut, dass ich da sein durfte. Ja, das ist grammatikalisch komplett falsch. Okay, gut. Also, gib mal einen Tipp. Ja, sag doch lieber, ein Mann, der näht, der einen Nähblock führt. So, weißt du, ja, okay. Nicht ein Mann näht, der okay. Näht ja keine Männer. Okay. Gut, dass ich den dabei habe. Als Ausländer brauche ich sowas.